Schwarzwald. Während in der katholischen Kirche eine neue Orgel in ein altes Gehäuse gebaut wurde, wurden hier alte Pfeifen der Vorgängerorgel in ein neues Gehäuse, eine neue Orgel eingebaut. Also genau der andere Weg. Für eine Dorforgel ist sie zugegebenermaßen riesig. Interessanterweise hat sie genau doppelt so viele Register wie die katholische Kirchenorgel. Auch wenn hier eine Ausleitung bereits fällig ist und die Orgel etwas mit Schimmelbildung zu kämpfen hat, steht sie sonst gut da. Viel mehr Sorgen macht hier, wie schon angesprochen, der Kirchturm, der für eine sehr hohe Summe saniert werden muss. Zum Programm. Mit einem päpstlichen Marsch des belgischen Komponisten Nicolas Jacques-Demont stimme ich Sie in das zweite Konzert ein. Wer bei Folktune, also Volkslied, eine bekannte Melodie sucht, der sucht vergebens. Percy Whitlock hat sie für dieses berückende Stück rein erfunden. Theodore Dubois gibt uns schon einen Vorgeschmack auf das, was später kommen mag, worauf ich aber gerne noch einweichen kann. Nochmal Nicolas Jacques-Demont mit seiner Fanfare in D-Dur, die mich eher an eine Jagdgesellschaft erinnert als an Kirchenmusik. Und zum Schluss die berühmte Dur-Toccata, oft bei Hochzeiten gewünscht und als krönender Abschluss des musikalischen Teils des Orgelspaziergangs gedacht. Musikalischer Abschluss deshalb, da es ja noch zu einem Umtrunk mit Snack danach unter der Empore direkt eingeladen sind. Werden Sie aber noch